Seit heute ist die Season 4 für Black Ops Cold War und Warzone verfügbar. Damit kam auch eine neue Waffe, die wir wieder durch diverse Challenges freischalten können, und zwar nämlich die Nagelpistole, wie wir sie schon aus Black Ops 3 kennen. Ich habe vorhin schon mal ein Video hochgeladen, wo ich euch erkläre, wie ihr die Nagelpistole am schnellsten mit Cold War freischaltet. Da es aber natürlich einige gibt, die nur Warzone spielen und kein Cold War, mache ich hier nochmal das Video, wo ich euch zeige, wie ihr am schnellsten die Nagelpistole in Warzone freischalten könnt. Doch bevor wir zum Video kommen, lasst doch gerne ein Like da und einen kostenlosen Abo, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, denn es sind immer noch über 80% aller meiner Zuschauer noch keine Abonnenten von dem Kanal. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir es schaffen würden, die Zahlen ein bisschen runter zu drücken. So, jetzt aber genug geredet und auf geht's zum Video. Die Nagelpistole findet ihr in der Rubrik von den Maschinenpistolen, und um sie freizuschalten, müsst ihr in 15 verschiedenen abgeschlossenen Spielen jeweils 5 Kills mit einer Spezialwaffe machen. So, und jetzt erstmal kurz, um die Frage zu klären, was sind eigentlich Spezialwaffen? Das sind aus Cold War einmal das Ballistikmesser, das findet ihr in Warzone unter den Nahkampfwaffen, der R1 Schattenjäger, den findet ihr in Warzone unter den DMRs, und den M79 Granatwerfer, den findet ihr unter den Werfern. Das Problem an der ganzen Challenge ist, ihr müsst die 15 Runden zu Ende spielen. Also ihr könnt nicht währenddessen rausquitten und damit den Vorgang ein bisschen beschleunigen. Einige sagen immer, das ist möglich, und bei einigen scheint das auch zu funktionieren, aber auf jeden Fall nicht hundertprozentig bei jedem. Wenn ihr wollt, könnt ihr das gerne ausprobieren und mir in die Kommentare schreiben, ob der Fortschritt übernommen wurde, wenn ihr rausgequittet seid. So, und jetzt zeige ich euch mal eine Klasse, mit der es wesentlich einfacher ist, die Kills mit der Spezialwaffe zu machen. Die Klasse braucht ihr auch, weil die ist wichtig für die Methode, die ich euch gleich anschließend zeigen werde. Also als allererstes braucht ihr erstmal ein Sturmgewehr von den Modern Warfare Waffen. Und am wichtigsten ist eigentlich nur der Aufsatz bei dem Unterlauf, nämlich den Unterlauf-Granatwerfer mit den Erschütterungsgranaten. Den Rest der Klasse könnt ihr euch designen, wie ihr wollt, so wie ihr die Waffe halt gerne spielt. Danach sucht ihr eine Runde Beutegeld und landet bei Superstore oder bei Storage Town. Wichtig ist jetzt, dass ihr den Fallschirm schon ziemlich weit oben zieht und euch von oben, ich sage mal, schon ein Ziel raussucht, den ihr damit eurer Spezialwaffe töten wollt. Ihr schwebt dann also mit dem Fallschirm über den Gegner, den ihr euch rausgesucht habt, kappt dann kurz bevor ihr über ihn seid nochmal den Fallschirm, schnappt euer Sturmgewehr mit den Unterlauf-Granatwerfer, wo die Erschütterungsgranaten dabei sind, schießt einfach neben den Gegner, sodass er gestunt ist. Danach könnt ihr einfach neben ihn landen, zur Zweitwaffe mit eurer Spezialwaffe wechseln und den Gegner mit der Spezialwaffe töten. Danach könnt ihr weiter bei Storage Town umherlaufen und versuchen, weitere Kills mit der Spezialwaffe zu bekommen. Falls ihr dann getötet werdet, ist es nicht so schlimm, dann landet ihr einfach wieder bei Storage Town und macht wieder genau dasselbe. Das Ganze macht ihr dann 5 Mal, danach müsst ihr die Runde leider zu Ende spielen, da sonst der Fortschritt nicht gewertet wird. Aber wie schon gesagt, einige sagen auch, dass es bei ihm geht und ihr könnt rausquitten. Aber zu 100% bestätigen kann ich das leider nicht. Ganz wichtig zu sagen, den Beispielclip, den ihr gerade eben im Hintergrund gesehen habt von mir, ist leider kein aktueller Clip und wie ihr schon mitbekommen habt, auch kein Clip mit einer Spezialwaffe. Aber es gab schon mal eine ähnliche Challenge, deswegen hatte ich diesen Clip noch auf der Festplatte. Ich wollte eigentlich einen aktuellen Clip aufnehmen. Das Problem an der ganzen Sache ist, mein Modern Warfare crasht die ganze Zeit nach 5 oder 10 Minuten Spielzeit seit dem letzten Update. Warum auch immer, keine Ahnung, was COD da wieder gemacht hat, da muss ich auf jeden Fall mal nachschauen. Aber ich wollte ja eigentlich so schnell wie möglich das Video bringen und deswegen habe ich jetzt einfach gesagt, komm, scheiß drauf, nehme ich den Clip. Weil das Prinzip in dem Clip ist ja dasselbe. Ihr seht, ich stun den Gegner, wechsle danach zu mein Messer, was in dem Fall das Ballistikmesser, der Schattenjäger oder der M79-Werfer auch sein kann. Und dann renne ich genauso zu dem Gegner hin und knife ihn einfach. Ihr könnt alternativ aber auch eine ganz normale Klasse nehmen, die Gegner downen, und wenn sie gedownt sind, dann mit eurer Sekundärwaffe, also mit der Spezialwaffe, dann finishen. Das wird genauso zu den Kills dazuzählen, nur da viele Leute dann meistens aufgeben drücken und somit sofort sterben und ihr somit den Finisher nicht bekommt, finde ich die erste Variante, wie ich es euch eben gezeigt habe, wesentlich praktischer. Und das war es eigentlich auch schon mit dem Video, wie ihr die Nagelpistole am schnellsten nur mit Warzone freischalten könnt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da und einen kostenlosen Abo, falls du den Kanal noch nicht abonniert hast. Lasst gerne ein Follow bei meinem Twitch da, dort bin ich jetzt am Wochenende bestimmt wieder live. Und dann würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut da rein.